Kreis CDU-CSU-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen. Es ist der Moment, wo man aufhören muss, die Menschen aus dem Fluss zu ziehen. Man muss flussaufwärts gehen, um zu schauen, warum sie hineingefallen sind. Sie alle, außer dem Kollegen Mutlu, der etwas schaut, als ob er das noch nie gehört hätte, kennen dieses Zitat natürlich. Bischof Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger, hat das gesagt. Im Jahr 1984, da war Heinz Riesenhuber noch Forschungsminister. Und das zeigt für mich, dass das Thema Afrika, Unterstützung, Hilfe vor Ort, nicht etwas ist, was mal schnell hochkocht und dann macht man einen Antrag dazu, sondern dass wir kontinuierlich seit vielen Jahren und Jahrzehnten an diesem Thema dran sind. Und es ist schön, dass der Kollege Mutlu wieder aufgewacht ist und jetzt an der Debatte teilnehmen kann. Wenn wir etwas tun für Afrika, dann ist das gut und wichtig. Es ist aber genauso wichtig, dass wir die guten Initiativen, die wir unterstützen, die aus verschiedenen Ministerien kommen, dass wir die noch stärker als bisher zusammenführen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja völlig klar, wenn Forschungsministerium, wenn das Auswärtige Amt, wenn das Entwicklungshilfeministerium, das Landwirtschaftsministerium, das Innenministerium und andere auch sich mit dem Thema Afrika beschäftigen, dann ist das gut, aber es macht die administrative Arbeit nicht leichter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als CDU/CSU mit der SPD gemeinsam einen Antrag geschrieben haben, wie wir die Hochschulkooperation speziell in diesem Teil Afrikas stärken wollen, der für uns wichtig ist. Ich brauchte gar nicht mehr zu fragen. Eine Zwischenfrage des Abgeordneten Gehring. Bitte schön. Mhm. Sie haben sich ja gerade auch, wie auch in dem Antrag steht, für eine stärkere interministerielle Zusammenarbeit ausgesprochen. Jetzt hatten wir diese Woche Mittwoch die Situation im Ausschuss, dass wir Ihren Antrag beraten haben und zeitparallel der Entwicklungsminister ohne eine Absprache mit irgendeinem anderen Haus seinen Marshallplan, was ich eher als Skizze sehe, mit Afrika dann vorgestellt hat. Und wenn man sich den mal durchliest, da fehlt Bildung und insbesondere Wissenschaft und Forschung weitestgehend. Wie beurteilen Sie so ein Verhalten, während gleichzeitig der Koalitionsantrag beraten wird? Und wie wollen Sie das jetzt in den verbliebenen Wochen noch ändern in dieser Legislatur? Und den Marshallplan, wie wird der konkret angereichert durch die Wissenschaftspolitiker? Und wie fühlen Sie sich dabei? Genau. Ich fühle mich dabei hervorragend. Völlig ignoriert zu werden von meinem. Auch eine Zwischenfrage, dann könnten wir das anmelden. Ansonsten würde ich gerne vorwiegend auf den Kollegen Gehring eingehen. Ich war am Mittwoch bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, deswegen konnte ich am Ausschuss nicht teilnehmen und kann die Situation nicht beurteilen. Zweitens würde ich von hier aus auch das Verhalten von Ministern, deren Geschäftsbereich wir heute nur am Rande mit erwähnen, auch nicht beurteilen. Ich finde es wichtig, dass wir nicht auf Regierungshandeln warten, sondern dass wir als selbstbewusste Parlamentarier sagen, wir machen zu diesem Thema einen Antrag und stellen Wissenschaftskooperationen, Bildung und die Vernetzung und die Forderung, dass das geschieht, in den Mittelpunkt. Ich finde das nicht schlimm, dass wir das machen. Ich finde das im Gegenteil gut. Und wenn Sie auf das Handeln von Regierungen erst warten wollen, bevor Sie was tun, ist das Ihr Problem. Ich finde es wichtig, dass wir in diesem Bereich vor allen Dingen auch auf die Wissenschaftsorganisationen eingehen, die diese Arbeit vor Ort leisten. Vor allen Dingen der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Alexander von Humboldt Stiftung. Und es ist ja so, dass diese Organisationen aus verschiedenen Ministerien auch gefördert werden. Vom Auswärtigen Amt, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und natürlich auch von unserem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Arbeit, die vor Ort geleistet wird, stellt sich aber so dar, dass die Initiativen aus einem Guss sind, dass die Projekte aus einem Guss sind. Und deswegen fordern wir in unserem Antrag auf, dass dieses Prinzip der Kohärenz noch weiter und konsequent durchgesetzt wird, weil nur dann können wir auch nachhaltig, und das müsste uns allen ein wichtiges Anliegen sein, nachhaltig auch etwas mit und für Afrika tun. Als
Berufsbildungspolitiker ist es mir natürlich nicht ganz unwichtig, dass dieses Thema im Antrag auch mit erwähnt wird. Weil gute Forschung oder eine gute Forschungsinfrastruktur ist nur die halbe Miete. Und natürlich müssen wir jungen Leuten eine Chance geben, über die Wissenschaft hinaus. Und wenn ich mir die ganzen Debatten vergegenwärtige, die wir geführt haben, zu wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Personal an den Hochschulen in Deutschland, ist es wichtig, dass wir auch diese Personengruppe mit im Blick haben, die dafür sorgt, dass Forschung in Afrika überhaupt gelingen kann. Und insofern finde ich es wichtig, dass wir nicht nur auf die Wissenschaftskooperation in Afrika abzielen, sondern dass wir beispielsweise auch in einer bilateralen Vereinbarung mit Südafrika uns dafür einsetzen, dass wir ein Kompetenzzentrum für die berufliche Ausbildung dort installieren. Und das muss ineinandergreifen. Und natürlich haben wir die Aufgabe, alle gemeinsam auch zu schauen, was vor Ort konkret passiert. Neben dem Antrag, den ich für wichtig und richtig halte, ist es mir aber genauso ein persönliches Anliegen, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln. Ich unterstütze beispielsweise seit 10 Jahren eine Schule in Accra, in Ghana. Eine Schule in den Slums, Hope for Life heißt die, und gibt den jungen Menschen eine Chance, die sonst keine Chance haben. Und daneben jemand, der aus dieser Schule groß geworden ist, für den habe ich eine Patenschaft übernommen. Der kann dort jetzt auch studieren. Und das wäre mein Appell kurz vor diesem Wochenende noch an Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur reden, sondern auch handeln. Und da kann jeder von uns auch mithelfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt.